geht's jetzt los. Geht los.16.000 Tonnen gesprengter Fels, abgebaut in Norddeutschland. Daraus wird einmal Asphalt, der Stoff, aus dem unsere Straßen sind. Mein Hobby, so wie andere Leute angeln gehen oder was, baue ich Asphalt rein. Wenn die schwarze Masse läuft, zählt jede Minute. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Pause. Da wird durchgearbeitet. Es geht um Millimeter, nicht um Zentimeter. Es geht um Millimeter. Es geht nicht mehr ohne. Es ist wie eine Sucht. Hannover, Stadtteil List. Auf dieser Kreuzung hat der Asphalt ausgedient. Die Straße muss saniert werden. Kommt um 8:30, 11 Tonnen Tragschicht. Ja. Ein Job für Uli Hungenbach. Er ist der Oberbauleiter. Heute Nacht ist er für über 30 Personen und jede Menge Baumaschinen verantwortlich. Also, du weißt Bescheid, achte runter. So, sag du Fahrten, wo ich Bescheid, drehen, ranfahren. Eng an Ulis Seite steht der mit dem Messrad, Einbaupolier Michael Weinhold. Unter anderem ist er für die Bestellung des Asphalts zuständig. Ich messe die Kreuzung auf, damit ich weiß, wie viele Quadratmeter die hat, damit ich die Tonnen bestellen kann. Auch Walter Prima gehört zu Ulis Team. Er kümmert sich um den Abbruch der alten Straße. Die Kreuzung ist für den Verkehr nur eine Nacht lang gesperrt. Der Zeitplan ist eng. Wenn wir die Kreuzung jetzt Tage machen würden, in der Woche, dann gibt es hier Chaos ohne Ende. Und darum verlegen wir sowas schon teilweise aufs Wochenende. Um den alten Asphalt abzunehmen, kommt eine Großfräse zum Einsatz. Im Unterboden dreht sich eine Walze mit Stahlmeißeln. Sie fräst den Asphalt von der Straße ab. Das sogenannte Fräsgut wird abtransportiert und später recycelt. Daraus kann einmal eine neue Straße werden. Doch plötzlich stoppt die Maschine. Die Fräse ist auf etwas Hartes gestoßen. Altes Kopfsteinpflaster. Wir können da nicht rein, weil die Fräse kann diese Steine nicht fräsen. Dann würde die Zähne die Fräse kaputt gehen. Trotz Vorplanung. Das Einzige hier. Mit dem alten Pflaster hat hier keiner gerechnet. Die haben Bohrkerne gezogen. Aber die können ja nicht alle jeden Meter eine Bohrkerne ziehen. Wir haben 8 Bohrkerne hier gezogen auf der Fläche. Aber genau da, wo was unter ist, nicht. Das hat man eben. Da kann man nichts dran machen. Oberbauleiter Uli braucht jetzt schnell eine Lösung. Denn morgen früh muss die Kreuzung wieder frei sein. Rausnehmen kann man die Steine nicht. Das würde viel zu lange dauern. Seine Idee? Er will den Asphalt jetzt höher als geplant direkt auf das Pflaster einbauen. Hier 0. Ja. Sonst kriegst du nicht den Anschluss hin. Ja. Ne? Ist ja ganz anders, wie die Planung vorsah. Da musst du innerhalb von Minuten umschwenken können. Und du musst die Jungs haben, die das gleich erkennen und dann gleich mit umschwenken. Ne? Eine gute Stunde hat das Problem aufgehalten. Erst jetzt geht es weiter. Eine Asphaltstraße besteht meist aus 3 Schichten. Ganz unten die Tragschicht, dann Binder und oben die Deckschicht. Auf ihr fahren wir. Sie bietet guten Fahrkomfort, muss aber auch häufig saniert werden. Eine Bahn von da nach da und eine Bahn von da nach da. Um 9:30 abends ist ein Teil der Kreuzung abgefräst und der erste Asphalt ist da. Der große, fahrbare Asphaltfertiger darf erst später, gegen Mitternacht, auf die Straße. Denn zuerst müssen die Bereiche rund um die Kanalschächte aufgefüllt werden.
Die vielen Gullis, Kurven und Ecken einer Kreuzung machen es dem Team besonders schwer. Autobahnbau ist was für Doofe, kann jeder. Weil es nur geradeaus geht. Hier musst du gucken, wo das Wasser einläuft. Das ist eine Kreuzung. Hier muss man deinen Kopf einschalten. 160 Grad ist der Asphalt heiß. Bei 30 Grad im Schatten eine wahre Plackerei. Jetzt wird der Asphalt verdichtet. Über 100 dB hat der Rüttelstampfer, so laut wie eine Kreissäge. Aber woher kommt der Asphalt eigentlich? Adelebsen, 15 Kilometer westlich von Göttingen. Hier befindet sich Deutschlands nördlichster Basaltsteinbruch. Das harte Gestein eignet sich gut für den Straßenbau. Etwa 3000 Tonnen täglich werden im Tagebau abgebaut und anschließend zu Splitt verarbeitet. Diese klein gebrochenen Steine sind ein wichtiger Bestandteil im Asphalt. Um an den Basalt zu gelangen, muss der Felsen abgesprengt werden. Heute soll diese 80 Meter lange Wand zu Boden stürzen. Der benötigte Sprengstoff kommt aus einem Werk in Sachsen. Dieses produziert Sprengstoffe für Steinbrüche und den Bergbau. Wollen wir erstmal die Lieferscheinnummer eingeben? Sprengmeister Hans-Jürgen Gruber ist verantwortlich für die Sprengung. Wichtig, bei der Übergabe der explosiven Ladung müssen alle Papiere stimmen. 5, 4. So, alles gut. Zuerst werden die Zünder entladen. Während des Transports müssen sie getrennt vom Rest der Fracht aufbewahrt werden. Im hinteren Teil des Fahrzeugs befindet sich dann der eigentliche Sprengstoff. Das ist, grob gesagt, Dynamit. Über 2 Tonnen werden heute davon benötigt. Jederzeit muss Hans-Jürgen lückenlos nachweisen können, wo sich der Sprengstoff befindet. Daher kontrolliert er jede Palette auf die exakte Menge und gleicht die Daten mit einem digitalen Lieferschein ab. Indem ich den Lieferschein hier eingescannt habe, habe ich den übernommen. Den unterschreibe ich gleich noch, den Lieferschein, dann ist das mein Sprengstoff hier. Ich bin in erster Linie verantwortlich. Wenn hier irgendwas passiert, dann will der Staatsanwalt nur mich sprechen. Sonst keinen. Kein Betriebsleiter, kein Menschen sonst. Schon in den verdrahteten Zündpatronen befindet sich eine geringe Menge Sprengstoff. Dieser ist leicht entzündlich und gibt später den Impuls für die eigentliche Sprengmasse. Feuerzeug würde ich da nicht unbedingt dran gehen, aber ansonsten ist der völlig sicher, also handhabungssicher. Die ganzen Sprengstoffe sind handhabungssicher. Ja, also, wie gesagt, wir sind ja nicht verrückt, ne? Hans-Jürgen und sein Team verteilen den Sprengstoff über die gesamte Länge der Wand. Das ist eine Masse, ist das.25 Löcher wurden vorab in das Gestein gebohrt. Nur so kann die Felswand später gleichmäßig und geplant abbrechen. Meter sind die Löcher tief. Jedes wird einzeln geladen. Am Grund der Löcher hat sich Wasser angesammelt. Der wurstförmige Sprengstoff kann auch im Nassen explodieren. Anschließend wird mit einem Sprengstoffgranulat aufgefüllt. Das ist günstiger. Gut. So. Haben wir genau bis auf 3 Meter ausgeladen. Und dann wird es ernst. Alle Löcher sind geladen, der gesamte Steinbruch ist abgesperrt. Nur Sprengmeister Hans-Jürgen und sein Team sind noch vor Ort. Gezündet wird aus einer Sprengkapsel aus Stahl, 20 Meter von der explosiven Ladung entfernt. Zuerst die Sirene. Dann die letzte Warnung. Eine
heißt, dass man eine Deckung aufgehen soll, aufsuchen soll, wenn man irgendwo in Gefahr ist noch. Und das zweite ist, dann geht's los. Dann geht's jetzt los. Der Strom für die Zündung wird mechanisch erzeugt. Auf einen Akku will sich Hans-Jürgen jetzt nicht verlassen. Alles gut? Sieht gut aus. So. Sebi, ja. Entwarnung, dreimal kurz. Perfekt, sieht gut aus. Nichts geflogen. Sehr zufrieden. Nur wenige Minuten später rücken die schweren Maschinen an. 16.000 Tonnen Basalt müssen jetzt weggeschafft werden. René Herbrich ist der Mann fürs Grobe. Ich sitze da jetzt 10 Jahre drauf. Das ist wirklich so mein Ding. Renés Bagger ist eine besondere Rarität. Hergestellt wird er nicht mehr. Und deutschlandweit gibt es nur noch wenige Modelle. Der Steinbruch Adelebsen kauft alte Geräte auf und macht sie wieder flott. Das Besondere ist dabei, dass er eigentlich ja, kein Fahrwerk hat. Ich bewege mich mit dem ganzen Ausleger hier, mit dem ganzen Arm. Ich robbe hin und her. Der Vorteil ist halt, wenn wir da im Wasser drin stehen und man hat ein Kettenlaufwerk, hat man einen hohen Verschleiß. Und das ist bei dem halt nicht so. Außerdem spart der fehlende Antrieb jede Menge Kraftstoff ein. Aber der Bagger hat noch eine weitere Besonderheit, den sogenannten Kugelgreifer. Mit dem kann René eine 5 Tonnen schwere Stahlkugel hochwuchten. Zum Zertrümmern der besonders großen Brocken. Das ist der Arm hier. Da nehme ich die Kugel mit. Die Kugel kommt zwischen den beiden Zehen. Der geht auf und klemmt die Kugel ein hier unten zwischen den Zehen. Und damit kann ich die Kugel dann hochheben und da hinschmeißen, wo ich sie hinhaben möchte. Muldenkipper transportieren das zerkleinerte Gestein ab. .800 PS sind die Fahrzeuge stark. Sie können 2,5-mal so viel Gewicht laden wie ein normaler LKW auf der Straße. Um aus dem Basalt Asphalt zu machen, sind die Steinbrocken noch zu groß. Sie müssen in den Vorbrecher. Im Inneren schwingt eine Platte aus Stahl. Sie zerkleinert die Brocken. André Daniel überwacht den Ablauf. Ohne ihn geht es nicht. Denn manche Basaltstücke sind so groß, dass der Brecher verstopfen kann. Ähnlich wie ein Gartenhäcksler, den man mit zu dicken Ästen befüllt. Das kommt hin und wieder mal vor. Wir haben den Stemmhammer dran und dann machen wir die großen Steine klein. Und dann passiert es. Wie so oft am Tag, André muss reagieren. Der Stemmhammer funktioniert ähnlich wie ein Presslufthammer.
Knapp eine Minute, dann ist der Vorbrecher wieder frei. Der gebrochene Basalt wird über ein Netz aus Förderbändern in eine Halle transportiert. Hier wird das Gestein weiter gebrochen und abgesiebt, immer und immer wieder, bis die gewünschte Korngröße erreicht ist. Am Ende ist aus dem Felsen ein feinkörniger Split geworden. Der Unterschied zwischen Split und Kies besteht übrigens in der Gesteinsform. Kies ist immer rund. Split hingegen ist ein gebrochener, kantiger Stein, der sich im Asphalt gut verzahnt. Damit aus Split Asphalt wird, geht es in dieser Anlage weiter. In Hamburg-Wilhelmsburg an der Elbe steht eins von über 100 Asphaltmischwerken in Norddeutschland. Auf dem Betriebshof lagern viele verschiedene Gesteinsarten. André Wilhöft kennt sie alle. Er ist der technische Leiter im Werk. Guck mal, in welchen Dosier du mindestens 2 Schaufeln reinkriegst. Täglich werden im Werk 750 Tonnen Split und Sand zu Asphalt verarbeitet. Die vielen verschiedenen Steine benötigt André Wilhöft, um daraus unterschiedliche Sorten von Asphalt herzustellen. Wir setzen unsere Asphalte zusammen nach Rezepten. Und das ist ähnlich wie beim Kuchenbacken zu Hause. Ein normaler Mürbeteig besteht aus 3 Zutaten, maximal 4. Je nach Bedarf werden weitere Zutaten hinzugefügt. Und so ist es hier eben auch. Man kann sich vorstellen, dass die einzelnen Verkehrsmittel unterschiedliche Belastungen auf den Straßenkörper ausüben. So hat ein Fahrrad auf dem Fahrradweg eine andere Belastung als der schwere LKW, der tonnenschwere Lasten trägt und über die Autobahn transportiert. Und wir brauchen für den Einsatzzweck den richtigen Asphalt. Im Mischwerk wird eine weitere Zutat eingesetzt: alte Straßen. Beziehungsweise das, was von ihnen übrig geblieben ist. Marcel Hannemann ist zuständig für das Recycling von Asphalt. Das ist gefräster Asphalt, was schon mal auf dem Straßen war. Das wird wieder im Asphalt wieder mit reingefahren im Mischgut. Bis zu 60% Altasphalt wird einer frischen Mischung hinzugegeben. Das spart Ressourcen. Allerdings muss der alte Straßenbelag gut aufbereitet werden. Das macht Marcel in dem sogenannten Granulator, eine Maschine mit ausgeklügeltem Förderbandsystem. Sie siebt die passende Größe ab und zerkleinert Brocken, die noch zu groß sind. Am Ende fallen Stücke in der gewünschten Größe aus, das Asphaltgranulat. Oft sind darin noch die Spuren einer ausgedehnten Straße zu finden. Das ist das, was ihr auf den Autobahnen und Straßen seht, die gelben Streifen. Dieses Plastikzeug, das ist alles, was die gelben Streifen auf der Autobahn oder der Straße sind. Weil das nimmt keiner mehr ab, das wird alles mit rausgefräst. Granulat, Split, Sand. In diesem Turm wird daraus Asphalt. Alle Materialien werden nach oben befördert und gelangen in einen drehenden Ofen. Fast 300 Grad Celsius herrschen darin. Denn Asphalt muss man heiß zubereiten. Aus den Silos werden weitere Zutaten und ein schwarzer Kleber namens Bitumen hinzugegeben. Dann wird alles miteinander vermischt. Sehen kann man davon nichts. Sämtliche Schritte passieren in einer geschlossenen Anlage, bis der fertige Asphalt zur Abholung bereit ist. Das, was automatisiert im Mischturm passiert, macht Ricardo Michatz von Hand.
Im werkseigenen Labor mischt er seinen eigenen Asphalt zusammen zur Qualitätskontrolle. Ich habe bis jetzt die Splitte drin, habe jetzt noch mal Asphaltgranulat drin. Jetzt kommt ein bisschen Brechsand. Alle Zutaten wurden vorher im Ofen heiß gemacht. Und dann kommt die entscheidende Zutat, das Bitumen. Ja. Bitumen fällt bei der Aufbereitung von Erdöl an. Seine besondere Eigenschaft: ab etwa 60 Grad wird es flüssig. Ist es kälter, ist das Bitumen hart. Im Asphalt ist es der Klebstoff, der die verschiedenen Steine zusammenhält. Ich liebe Asphalt. Das ist, man entscheidet sich früher oder später zwischen Beton und Asphalt ganz oft. Und bei mir ist es einfach der Asphalt von Anfang an gewesen und wird es auch immer bleiben. Der Vorteil vom Asphalt gegenüber Beton ist einfach, dass er schneller zu sanieren ist. Man kann ihn wieder in die einzelnen Bestandteile zurücksetzen. Wenn er warm wird, wenn er kalt ist, ist er fest. Also hat eigentlich nur Vorteile. So, jetzt kommt das hier auf unseren Mischer. Etwa 2 Minuten muss der Knethaken rühren. Die große Anlage ist schneller. Sie mischt 4 Tonnen in 30 Sekunden. Wenn jetzt alles miteinander verbunden ist, dann ist es fertig. Dieses Rezept ist nur eins von Hunderten. Ricardo muss den Asphalt nun weiter analysieren. So kann er Feinabstimmungen in den Rezepten vornehmen. Ja, hol dir doch gerade. 23 Uhr ist es mittlerweile auf der Baustelle in Hannover. Hol dir doch schon her. Die holt er doch gerade her. Nur eine Nacht hat Oberbauleiter Uli Hungenbach Zeit, um neuen Asphalt einzubauen. Morgen muss die Kreuzung wieder befahrbar sein. Für das Team noch eine lange Schicht. Also kannst du nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Pause. Da wird durchgearbeitet. Gegessen wird zwischendurch was. Wenn man mal auf Material wartet oder so, dann hast du mal eine Pause. Aber solange das Material da ist, dann musst du auch arbeiten. Die alte Straße wurde herausgefräst. Bevor der neue Asphalt kommt, muss die Fläche noch speziell behandelt werden. Das ist ein ganz normaler, ordinärer Haftkleber, den Sie hier ausgeschrieben haben. Der sorgt für einen Haftverbund zwischen den Schichten. Eigentlich ist für die Asphaltierung jetzt alles vorbereitet, doch Michael hat ein Problem. Wegen dem Verkehr. Ein Anwohner beschwert sich über den Lärm. Dann kommst du und sagst, du kannst hier nicht vorbeifahren. Ich habe aber abends weniger Verkehr. Er hat sich beschwert, weil er nicht schlafen kann. Ich habe ihn darauf halt aufgeklärt, dass man tagsüber hier nicht bauen kann. Zu viel Verkehr. Ach, sieht da nicht ein. Beschwerden dieser Art kennt Michael. Er ist Schlimmeres gewöhnt. Volle Cola-Dosen fliegen dir in den Kopf. Das gibt's alles. Alles, ganz normal. Wüstes Anpöbeln ist noch das kleinste Übel. Wenn erstmal die Gegenstände fliegen, dann ist schon. Ist aber auch normal. Wie gehst du damit um? Musst du mit leben. Passiert ja nicht so oft. Der frische Asphalt kommt. Lkw-Fahrer Dieter Leifheit hat ihn aus einem Mischwerk in Hannover-Anderten. 200 Tonnen davon müssen er und seine Leute heute Nacht anliefern. Wir müssen ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir hier keine Leute erwischen. Deswegen müssen wir immer ein bisschen langsam machen. Hier geht es nach Zentimetern. Für den Transport fährt der Lkw mit einer isolierten Thermomulde. Ähnlich wie in einer Thermoskanne bleibt der Asphalt so über viele Stunden heiß. 170 Grad Celsius hat die Masse, wenn sie in den Asphaltfertiger gekippt wird. Eigentlich ist Fahrer Dieter schon im Rentenalter, doch aufhören kann er nicht. Ich mache meinen Job gerne aus dem ganz einfachen Grund, weil man ein Ergebnis sieht. Wenn man hier später mal langfährt am Tage, kann man immer sagen, guck, die Kreuzung hier, die haben wir gemacht in der und der Nacht. Es ist schön geworden, es sieht gut aus, man kann zufrieden sein. Da ist man ein bisschen stolz drauf, ja. Das kann man sagen, dass man da ein bisschen stolz drauf ist. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt geht's nämlich wieder los.
Benni, geht's weiter? Gegen Mitternacht kommt dann endlich der große Asphaltfertiger zum Einsatz. Seine Stärken: lange und gerade Flächen. Mit ihm kann der Asphalt schnell und gleichmäßig verteilt werden. Das meiste geht automatisch. Doch darauf will Einbaupolier Michael sich nicht verlassen. Die neue Straße soll später makellos sein. Über die Außensteueranlage passt Michael die Breite und Höhe dem Straßenverlauf an. Es geht um Millimeter bei uns. Es geht um Millimeter, nicht um Zentimeter. Es geht um Millimeter. Auf 4 Meter dürfen wir eine Maximalabweichung von 4 Millimetern haben. Und es gibt Asphaltsorten, da dürfen wir nur 3 Millimeter haben. Für enge Kurven ist der Asphaltfertiger nicht geeignet. Viele Stellen müssen per Hand bearbeitet werden. Wichtig ist, dass die Fahrbahn zum Bordstein hin abfällt. Also jede Straße hat ein Gefälle, ein Dachgefälle oder ein einseitiges Gefälle. Es kann einmal nach rechts und einmal nach links fallen, wegen dem Wasser. Damit das Wasser von der Straße abfällt, damit kein Wasser auf der Straße also bleibt. Würde man die Straße ohne Gefälle bauen, gäbe es später Probleme. Die Autos würden auf dem Wasser rutschen. Aquaplaning. Und dann kommt die Walze zum Einsatz. 12 Tonnen wiegt das Gerät. Das Gewicht verdichtet den Asphalt. Dadurch verzahnen sich die unterschiedlichen Gesteinskörnungen und die Straße wird stabil. Das geht aber nur, wenn der Asphalt noch heiß ist. Am Ende wird die Straße abgestreut. Die Walze verteilt dazu eine dünne, lose Splittschicht. Darum kommt der Splitt drauf, damit das rauer wird, griffiger. Weil die Autos sonst im Winter so schön rutschen würden. Bis der heiße Asphalt auskühlt, dauert es 6 bis 20 Stunden, je nach Außentemperatur. Kannst du mal drauffassen, der hat jetzt immer noch 120 Grad. Also ich merke die Wärme hier. Wenn ich hier stehe, strahlt die Wärme dann noch her. Wenn ich drauffasse, verbrenne ich mir nur die Finger. Das mache ich auch nicht für die Kamera. In nur einer Nacht wurde aus einer alten Straße eine neue. Wenn du dann sowas siehst morgens, dass das fertig ist, dann weißt du, was du gemacht hast die Nacht. Dann freut dich das. Mein Hobby, so wie andere Leute angeln gehen oder was, bei euch Asphalt rein. Ziel ist wieder mal erreicht, auch wenn es immer ein bisschen länger wird, aber was soll's. Wir sind auch gewohnt, in der Nacht zu arbeiten. Über 12 Stunden hat das Team auf der Kreuzung verbracht. Fast 200 Tonnen Asphalt wurden eingebaut. Aufgeräumt werden muss trotzdem noch. Dann geht's weiter in dem Abschnitt unten runter bis Ferdinand-Walbrecht-Straße ab Montagmorgen. Ich fahre jetzt erstmal eine Stunde nach Hause und dann schauen wir mal weiter. Danke für deinen Einsatz. Keine Ursache. Du weißt doch, jederzeit. Jawohl.